Ja, ich bin der Freund von Julia. Besser gesagt, ich war es bis heute. Sie hat sich von mir getrennt. Einfach so? Ja, ich weiß überhaupt nicht warum. Ich kann mir das echt nicht erklären. Seit Wochen ist sie irgendwie anders. Sie verhält sich völlig merkwürdig. Wirkt total distanziert. Würden Sie einen Mord zutrauen? Zu sowas wäre Julia nie fähig. Nee, auf gar keinen Fall. Sagen Sie mal, haben Sie dieses Tattoo gestochen? Ja, das ist eine Kundin von mir, die Suse. Wann war denn Suse zum letzten Mal hier? Boah, kein Plan. Vielleicht vor einem halben Jahr oder so. Wieso interessiert Sie das? Wo waren Sie denn vor 2 Wochen? Freitag vor 2 Wochen, vormittags. Was soll das denn jetzt? Werd ich bei Ihnen im Mordfall verdächtig oder was? Naja, dieses Tattoo hier. Ist Suse? Ist sie das Opfer? Ja, ganz genau. Verdammte Scheiße. Würden Sie jetzt bitte meine Frage beantworten? Ja, da muss ich erst nachschauen. Ja, dann bitte. Vor 2 Wochen, sagen Sie, ja? Genau. Freitag. Tja, da war ich das ganze Wochenende in Berlin, auf der Tattoo Convention. Ich hatte da meinen Stand. Das werden wir überprüfen. Können Sie von mir aus gerne tun. Die werden das bestätigen. Alles klar. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Ja, vielleicht. Sagen Sie mal, was ist das mit diesen Visionen Ihrer Ex-Freundin? Visionen? Was denn für Visionen? Wovon reden Sie? Gibt es Neuigkeiten in Ihrem Fall? Das kann man so sagen. Könnten wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Ja, Sie können in mein Büro gehen. Der nächste Patient kommt eh erst in 20 Minuten. Wir haben versucht, Sie zu erreichen. Ja, ich habe mein Handy ausgestellt, weil ich brauchte ein bisschen Ruhe. Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Es geht mir nicht so besonders gut. Mit Ihrem Ex-Freund haben wir auch schon gesprochen. Komischerweise wusste der gar nichts von den Visionen, die Sie heimsuchen. Ja, natürlich nicht. Ich habe ihm auch nicht davon erzählt. Er hätte mir doch eh nicht geglaubt. So wie Sie. Aber ich habe sie wirklich. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, da hatte ich schon wieder eine Vision. Ich hätte mich deswegen eh nach Feierabend bei Ihnen gemeldet, aber jetzt sind Sie ja schon hier. Und was haben Sie diesmal gesehen? Einen dunklen Ort. Er ist mitten im Wald. Es ist ein Haus. Ein Haus voller Qualen. Ich hab's aufgemalt. Warten Sie. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber ich weiß, dass dort gemordet wird. Okay, meldet euch. Ciao. Gerrit und Michael haben immer noch keine Neuigkeiten, was dieses Gebäude betrifft. Alex, noch wissen wir gar nicht, ob dieses Gebäude überhaupt existiert. Ja, das finden die Jungs schon raus. Doc, hast du wenigstens erfreuliche Nachrichten? Naja, wenn man es nimmt. Also ich erspare euch mal den Anblick. Die Leichenteile, die gefunden wurden, stammen insgesamt von 3 Personen. 2 Frauen und 1 Mann. Alle wurden, lass es lieber, Robert. Alle sind nämlich grobschlächtig zersägt worden. Aber das wisst ihr ja schon. Ja. Ja, und dann habe ich noch hier das Ergebnis des DNA-Abgleichs. Die 2. Frau, die gefunden wurde, ist ebenfalls nicht eure vermisste Kollegin. Das sind doch mal gute Nachrichten. Dann lebt sie vielleicht noch. Und sonst noch? Ja, also bei dem Rumpf des Mannes, der gefunden wurde, habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Ja, was denn? Also bei dieser Leiche, oder besser gesagt, was davon übrig ist, fehlen fast sämtliche Organe. Diese Operation muss von einem Fachmann ausgeführt worden sein. Sämtliche funktionsfähigen Organe wurden fachgerecht entnommen. Organhandel? Ah, sieht danach aus. Dann hat der Täter erst die Organe entnommen und dann die Leichen zerstückelt. Vermutlich, um sie leichter zu entsorgen und um von der Organentnahme abzulenken. Hm. Vielleicht hat ja der Arzt was damit zu tun. Überleg doch mal, 1 der Opfer und unsere vermisste Kollegin waren Patientin bei ihm. Und es würde mich nicht wundern, wenn die anderen beiden Opfer es auch waren. Nur leider können wir das nicht klären, solange wir deren Identität nicht kennen. Also zumindest hätte ein Arzt das nötige Fachwissen,
um derartige Taten auszuführen. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin weder wahnsinnig, noch bin ich ein Chirurg. Ich bin Allgemeinmediziner. Herr Solbach, wir ermitteln in alle Richtungen. Das mag ja sein. Dann überprüfen Sie doch bitte meine Alibis. Dann haben Sie die Bestätigung. Das werden wir sowieso machen. Was das jetzt? Ich habe noch eine Menge zu tun. Frau Ilias ist einfach aus der Praxis raus. Wie, die ist einfach aus der Praxis raus? Ja, wie ich das soweit mitbekommen habe, hat sie einen Anruf gekriegt und hat dann fluchtartig die Praxis verlassen. Und wo ist sie hingefahren? Das wüsste ich auch sehr gerne. Ja, haben Sie denn schon mal versucht, sie auf dem Handy zu erreichen? Na klar, aber ihr Handy liegt ja hier am Tresen. Hallo. Hallo. Ein Nachbar hat uns über einen vermeintlichen Einbruch informiert. Und ja, als wir ankamen, stand die Tür auf und wir haben sie entdeckt. Ist der Studiobesitzer schon informiert? Ja, den haben wir benachrichtigt und der ist auch unterwegs. Alles klar. Okay, danke erstmal. Und Doc? Tja, sie ist seit etwa 2 Stunden tot. Sie wurde erdrosselt, wie man unschwer erkennen kann. Vielleicht von diesem Arzt. Ich meine, der auch wegen des Organhandels tatverdächtig ist. Warum sollte der denn seine Mitarbeiterin umrufen? Vielleicht ist sie ihm mit ihren Visionen auf die Spur gekommen. Doc, es gibt keine Visionen, okay? Außerdem sind die angegebenen Alibis von ihm wasserdicht. Das haben wir überprüft. Mhm. Naja, haben wir so eine Idee. Ja. Also wenn überhaupt, könnte der Freund, also besser gesagt Ex-Freund, Motiv haben. Sie hat ihn gestern verlassen. Julia. Herr Bauer. Wer war das? Herr Bauer, wann haben Sie sie das letzte Mal lebend gesehen? Gestern, als sie mit mir Schluss gemacht hat. Seitdem nicht mehr. Wie ist sie hier bloß reingekommen? Ja? Die Tür wurde aufgebrochen. Können Sie uns sagen, wo Sie in den letzten Stunden waren? Ja, ich war beim Geburtstag meiner Mutter. Okay. Wir bräuchten noch später Adresse und Name Ihrer Mutter. Ja, ich hab's dann. Alles klar. Bis dann, Doc. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Warum wurde sie getötet und wieso ausgerechnet hier? Vielleicht will Ihnen jemand die ganze Sache in die Schuhe schieben. Okay, ciao. Das war gerade Michael. Er und Gerrit glauben, hier, dieses Haus ausfindig gemacht zu haben, das sie aufgemalt hat. Das SEK schon informiert. Melde 2 Zielpersonen. Wiederhole 2 Zielpersonen. Polizei! Hände! Polizei! Hände! Die Hände hoch! Bis bald! Sie lebt. Die beiden sind vorläufig festgenommen wegen Organhandels und Mordes. Ja, Michael, ich bin's. Wir haben unsere vermisste Kollegin gefunden. Sie lebt, ja. Wir brauchen hier sofort einen Notarzt und Verstärkung. Ja, okay. Ist Ihnen die Hellseherin auf die Schliche gekommen? Musste sie deshalb sterben? Reden Sie von Julia. Sie war eine dreckige Schlampe und sonst gar nichts. Sie hat uns doch die passenden Patienten besorgt und selbst wochenlang mitgespielt. Und jetzt hat sie uns verpfiffen. Sei still. Vielen Dank, dass Sie sich noch mal die Zeit für uns nehmen. Ist doch klar. Ich war sowieso gerade in der Nähe, als Sie mich angerufen haben. Ich kann das immer noch nicht fassen. Tja, und Sie haben von den illegalen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiterin überhaupt nichts mitbekommen? Ich hatte keinen blassen Schimmer. Organhandel. Ich kann das jetzt noch nicht glauben. Sie haben auch keine Ahnung, warum Frau Ilias diese Visionen erfunden hat? Ich glaube, ich kenne den Grund. Frau Ilias war sehr krank. Sie hatte einen Tumor im Gehirn. Und auch nicht mehr lange zu leben. Vielleicht wollte sie ihr Gewissen erleichtern, um dieses schreckliche Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen zu müssen. Okay, aber warum diese Spinnerei mit diesen Visionen? Sie hätte doch einfach sagen können, was hier für ein Spiel getrieben wird. Naja, als Mittäterin wäre sie in Haft gegangen. Ich denke, sie wollte ihre letzten Tage in Freiheit verbringen. Tja. Ich
konnte sie also gar nicht hell sehen? Natürlich nicht. Also ich bin mir da nicht mehr so sicher. Warum? Naja, sie hat mich doch vor dem Bungee-Jumping gewarnt. Und heute Morgen hatte jemand einen Unfall. Ganz genau an der Anlage, zu der wir auch gehen wollten. Ich habe es gelesen hier im Internet, einen Online-Artikel. Ist nicht wahr? Ja doch, derjenige hat nur schwer verletzt überlebt. Naja, wie auch immer, zum Glück hat die Geschichte jetzt ein Ende. Tja, allerdings. Aber gut, wir müssen da los. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Lass mich raten, Kino? Nicht ganz. Hier. Fallschirmspringen? Hast du Schiss oder was? Nicht um mich. Okay, macht's gut, ciao. Viel Spaß. Ronald Kahwelt und Viktor Taras wurden jeweils wegen vierfachen Mordes, versuchten Mordes und illegalen Organhandels zu lebenslanger Haft verurteilt.